the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my course. I will travel across the land, searching far and wide. These Pokémon don't understand. So, willkommen zurück. Wir sind genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Erstmal müssen wir unsere Pokémon wieder heilen, nenne ich es jetzt mal. Alright. So, jetzt dürften unsere Pokémon eigentlich wieder am Start sein. Ja, sieht gut aus. So, würde ich mal sagen, wir suchen uns die nächsten. So, fahren wir hier am Frostfeld entlang. Kraftwurzel. Superball. Jetzt könnte man hier noch irgendwas mit Superbällen fangen, Alter. Verpiss dich! So, weiter geht's. Fokusgurt. So. Wir schauen uns so ein bisschen um hier auf dieser Ebene. Ja, die Kraftwurzel. Hier oben ist noch ein bisschen Watt. Jawoll. Oh, alter Mewtwo, erschreckt mich halt. Ich dachte, ich bin jetzt in irgendein Dulli-Pokémon rein. Relaxo. Bett des Giganten. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, ja. Wow, was sei das, Mann? In so ein Schmutz-Dachs. Gera-Dachs. Wirkungslos. Ah, nee, Alter, Leute, dann bin ich jetzt raus. Wechsel doch jetzt das Pokémon, Alter. So ein Müllmann vor allem. Uralter Friedhof. Bett des Giganten. Alter, die Steuerung spackt schon wieder rum. Oh, mein Gott. So. Du bist weg. Und tschüss. Hallo, hör jetzt mal bitte auf, selber zu fahren. Zum Teufel, ey. So, mal schauen mal, was hier so abgeht. Ah ja. Lebensorb. Ja, ja, chill mal. Garados. Alter. Steuerung vom Fahrrad ist auch absolute Katastrophe, Leute.
Eine seltsame Schuppe, die durch die sich ein bestimmtes Pokémon entwickelt. Sie funkelt in den Farben des Regenbogens. Ah ja. Dab, 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 dab. Honig. So. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Unten die Insel mal. Ballseehöhle. Verschwindet. Leuchtstein. Oh Leute, es ist echt unpraktisch, wenn dieses Viech... Der Typ fährt, wie er will und nicht, wie ich will. Oh mein Gott. Alright. Alter, kannst du jetzt, Alter. Weg hier. Zeitverschwendung, brauchen wir nicht. Da ist ja dieser Baum. Kommt man da auch irgendwie hin? Dieses Instant in ein reingespawne. Auch wieder, muss ich leider sagen, genauso wie das Fight vorhin. Einfach hinsetzen, setzen, sechs. Das Einzige, was das dazu tut, vor allem, wenn es dann solche Pokémon sind, ist das einfach nur dafür da, um den Spiel auf den Sack zu gehen. Weiß nicht, ich dachte, Spiele sollen irgendwie Spaß machen. Das tut das hier aber gerade relativ wenig. Muss ich ganz ehrlich zugeben, gerade. Die Stelle fuckt mich gerade ein bisschen ab. Und wie gesagt, diese Controller-Steuerung-Schmutz-Ding da, das macht's gerade nicht besser. Ja, was auch immer das wird. Dreh halt bitte jetzt mal die Kamera. Danke. Und schon rennst du in den nächsten Gegner rein. Alter, ich feuer diesen scheiß Schmutzcontroller gleich in die Ecke. Das ist ein Grund hat zum nicht mehr richtig funktionieren, Alter. Ehrlich. Oh, ist das ärgerlich, Mann. So, weg mit dir, Schmutz. Sonderbomber. Da ist der Baum. Da kann man auch hochfahren. So. Oh. Das ist Lavados. Das ist Zapdos.
und Arktos. Oh, hallo. Halt die Klappe! So. Hallo, ich bin's, Peony. Ich hätte da mal eine Frage. Oh, warte kurz. Im Fernsehen laufen gerade brandheiße Neuigkeiten. Offenbar wurden in manchen Teilen der Region seltsame Vogel-Pokémon gesichtet. Ein Pokémon mit spitzen Federn hält sich anscheinend in der Naturzone auf. Ein Pokémon mit flackernden Flammen soll zur Rüstungsinsel geflogen sein. Und ein besonderes anmutiges Exemplar flattert wohl in der Kronenschneelande umher. Vielleicht sind das ja die Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Wenn das alles wirklich stimmt, taufe ich diese Expion auf den Namen. Ach ja. Sagenhafte Sichtung. Legendäre Vögel am kolossalen Baum. Huch. Jetzt habe ich bei der ganzen Aufregung glatt vergessen, worüber ich mit dir sprechen wollte. Egal, war sicher nichts Wichtiges. Bis bald, man hört sich. Ah ja. Okay. Ja. Gehen wir mal hier in die Naturzone. Irgendwoher. Irgendwo wird es schon sein, das Ding. Mal gucken. Also, den Arktos schauen wir nachher nochmal, aber ich konnte ihn nicht finden gerade. In der ganzen Zone war er nicht. Da ist er. So, und dem folge ich jetzt, oder? Muss ich mich vielleicht anschleichen? Nein. Sorry, das ist schon wieder ein Scheiß, ey. Nur Content-Strickerei auf die ekelhafteste Art und Weise, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. So, jetzt du gegen mich. Blöder Müllmann. Oh, Bisaflorbe auch mal. Gegen Blitz dürfte das ja eigentlich ganz gut sein. Nicht sehr effektiv, finde ich immer gut. Bohrschnabel. Oh, ich glaube, das ist richtig übel, oder? Das ist sehr effektiv, ja. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ist wurscht, ich habe genug Pokémon am Start. Ist wahrscheinlich down jetzt, oder? Ja. Na, hab Glück gehabt. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, schauen wir mal, wie viele Bälle ich schmeißen muss dafür.
Oh mein Gott. Zapdos wurde gefangen. Ich kann's nicht glauben, dass er dann doch irgendwann drin geblieben ist. So, Nummer 1 geschafft. Zapdos. Für Zapdos wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das hat leider gar keinen Spaß gemacht. Du hast das Zapdos gefangen, eines der legendären Vogel-Pokémon aus den Notizen. Du bemerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz 3. Alles klar. Beep, beep, dein Vorder... Hey, ich bin Spioni, wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Zapdos begegnet? Im Ernst? Super nice, echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal daran, auch noch die anderen Vogel-Pokémon aufzuspüren. Ja. Freue ich mich schon drauf. Nicht. So, Rüstungsinsel. Wir fahren einfach mal hier auf den Bahnhof und dann werden wir... ich glaube, Lavados ist es, den wir hier suchen, oder? Fahren wir ins Großgefilde. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, wo sich Ding befindet. Es hieß nur auf der Rüstungsinsel. Ach, da ist er ja. Wie kriege ich den? Ja, und kommt er jetzt runter, oder? Na, komm runter. Bruder, da muss ich los. Bau keinen Scheiß, Bruder, jetzt. Ich habe keinen Bock, diese Chase nochmal zu machen. Wir machen mal was Lockeres erstmal. Das reicht mir komplett. Was geht jetzt ab? Hätte mich auch gewundert, wenn es aufs erste Mal geklappt hätte. Gleich hinterher der nächsten. Ja, ja. Er hat noch einen Punkt. Läuft bei mir. Er ist drin. Ich kann's nicht glauben. Er ist drin. Er ist drin. Für Lavados wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. So. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz Nummer 3. Ah ja. Hey, ich bin's Fioni. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Lavados begegnet? Im Ernst? Super nice, echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal dran, auch noch die anderen Vogel-Pokémon aufzuspüren. So, was so viel heißt wie, wir haben nur noch Arktos zu tun. So, dann gehen wir doch mal. Die waren ja hier unten. Oh, da haben wir mal wieder das Glück.
Krieg ich da jetzt der Fight? Das darf ich auf gar keinen Fall verkacken. Das passt so. Das sollte ihn nicht töten. Das ist perfekt. Und los geht's. First try drin. War das die Hölle? Gott sei Dank geschafft. Alter Schwede. Den zu finden. Oh, ich glaub's nicht, wir haben alle drei. Boah, war das übel, Mann. Arktos ist ein Hurensohn. Das steht in diesem Pokédex-Eintrag, Alter. Du hast Arktos gefangen, eines der legendären Vogel-Pokémon aus den Notizen. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legenden-Notiz 3. Alles klar. So, wir müssen jetzt zum Peony wieder, nach Freestyle. Leute, den ausfindig zu machen. Und ihr müsst tatsächlich drauf gucken, wer er ist und ihm mit euren Augen folgen, damit ihr die richtige Kopie auswählt. Ansonsten braucht ihr Wochen für die Scheiße. Heilfroh, ey. So, Bruder. Ah, Expeditionsleiter. Na, wie gehen die Erkundungen voran? Legende, der Vogel-Pokémon Arktos. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Arktos gefangen? Super nice. Los, ich will dir einen Bericht hören. Das soll also der legendäre Pokémon Arktos sein, das Eis manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber was soll diese seltsame Maske? Und von Kälte ist auch nicht viel zu spüren. Oh, aber dieser eiskalte Blick, da gefriert einem ja das Blut in den Adern. Ja, damit kommt es nah genug an Arktos ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Ja? Zapdos. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Zapdos gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Das soll also das legendäre Pokémon Zapdos sein, das Blitze kontrollieren kann. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber sind die Beine nicht etwas zu stämmig? Und von elektrischer Spannung ist auch nicht viel zu spüren. Doch die gezackte Form seiner Flügel und dazu noch dieser lange Schnabel, das passt schon. Ja, damit kommt es nah genug an Zapdos ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Ja, und dann haben wir noch Lavados. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Lavados gefangen? Super nice, los, ich will deinen Bericht hören. Das soll also das legendäre Pokémon Lavados sein, das Feuer manipulieren kann. Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden, aber es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Mich wirkt es eher wie ein ungehobelter Raufbold. Wobei, wenn man die Augen zusammenkneift, wirkt es fast so, als würde es lichterloh brennen. Ja, damit kommt es genug an Lavados ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alles zu den legendären Vogel-Pokémon aus Legenden-Notiz 3 berichtet. Nice, dann vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Alright. Dann haben wir ja nur noch dieses Gigantending. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Erstmal nicht. Und dann sage ich, das war's erstmal mit allen legendären Vogel-Pokémon-Fangen. Es war die Hölle. Ich hab's Gott sei Dank geschafft. Auf zum nächsten.